Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ute Verstegen. Ich bin Professorin für christliche Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und zugleich Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christliche Archäologie zur Erforschung der spätantiken, frühmittelalterlichen und byzantinischen Kultur. In diesem Semester, unserem Corona-Semester, sehen wir uns als Lehrende in der christlichen Archäologie alle vor dieselbe Herausforderung gestellt, dass wir unsere komplette Lehre online zur Verfügung stellen müssen. Wir haben uns deshalb innerhalb der Arbeitsgemeinschaft christliche Archäologie zusammengeschlossen und für Sie eine gemeinsame Vorlesungsreihe vorbereitet. Unter dem Titel Meet the Experts – Lebenswelten in der Spätantike, Lebenswelten in Byzanz, haben Sie die Chance, Expertinnen aus ganz Deutschland, aus Österreich und aus Italien zu hören, die über ihre jeweiligen Forschungsgebiete Vorträge für Sie vorbereitet haben. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und bleiben Sie alle gesund. Hallo. Ich bin Lara Mürnberg, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für christliche Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich bin dort für unterschiedliche Projekte zuständig und schreibe gerade meine Dissertation. Vorher habe ich in Leipzig und Marburg studiert, evangelische Theologie, Ur- und Frühgeschichte und natürlich auch christliche Archäologie. In meinen Forschungen beschäftige ich mich momentan schwerpunktmäßig mit der klassischen Trias aus Frauen, Sex und Tod. Und darum soll es auch in meinem kleinen Lehrvideo gehen, das hier dann demnächst zu sehen sein wird. Es wird also darum gehen, wie eigentlich Geschlecht in der Antike konstruiert worden ist. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, wir sehen uns dann. Hallo, hier ist Stefan Heid vom Päpstlichen Institut für christliche Archäologie in Rom. Ich halte dort Vorlesungen in Liturgiegeschichte und in Hagiographie. Guten Tag, mein Name ist Beate Böhlendorf-Arslan. Ich bin Professorin für christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte in Marburg. In Marburg haben wir einen Schwerpunkt auf der Archäologie von Byzanz. Wir haben eigene Ausgrabungen in der Türkei, in Assos, und Feldforschungsprojekte in Griechenland und in der Türkei. Mit diesen Projekten untersuchen wir das Alltagsleben der Menschen. Wir haben dabei nicht nur einzelne Gebäude, sondern eine ganze Stadt bzw. ganze Landschaften im Fokus. Wir möchten damit rekonstruieren, wie die Menschen gelebt haben, was sie gegessen haben, wie sie gearbeitet haben und was sie in ihrer Freizeit taten, was alte Menschen taten, was junge Menschen taten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch in der Bewältigung von Krisen und das möchte ich Ihnen in einem meiner Vorträge auch zeigen. Viel Spaß damit! Hallo, mein Name ist Katharina Schonefeld und ich bin Doktorandin am Graduiertenkolleg 2304 Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Und meine Arbeit wird betreut von Professor Dr. Ute Verstegen von der Uni Erlangen und Professor Dr. Johannes Palitsch von der Uni Mainz. In meinem Video wird es um Illustrationen in byzantinischen Militärhandschriften gehen und ich werde auch ein paar Grundlagen vermitteln zur Kodikologie. Viel Spaß dabei! Hallo, mein Name ist Alexander Tamm und ich bin derzeit an der Uni Erlangen in einem Projekt zum frühen Christentum entlang der Seidenstraßen angestellt. Studiert habe ich vordasiatische Archäologie und Altorientalistik. Ich habe ursprünglich also einen völlig anderen Schwerpunkt als die christliche Archäologie. In den letzten Jahren habe ich mich allerdings vor allem mit der Archäologie des Sassanidischen Reiches auseinandergesetzt und hier auch in einigen Ausgrabungen im Nordirak teilgenommen. In meinen Videos wird es also vor allem um die Spätantike in dieser Region gehen. In einem ersten Video will ich vor allem auf die kurdischen Gebiete und die Entdeckungen, die dort in den letzten paar Jahren gemacht wurden, eingehen. Vielfach haben sich hier spätantike Siedlungen gefunden, die häufig auch einen Bezug zum frühen Christentum aufzeigen. In meinem zweiten Video wird es um den restlichen Nordirak gehen. Und viele der hier zwar seit längerem bekannten Siedlungen, die aber in der Wissenschaft bisher kaum beachtet wurden. Sie können sich also auf so prominente Namen wie Nineveh freuen und viele andere Orte, die noch ausgegraben werden müssen. Und wer weiß, vielleicht bekommen Sie ja beim Anschauen der Videos auch Lust, einmal die Länder des Orients zu bereisen und sich dort wissenschaftlich zu betätigen. Mein Name ist Ute Verstegen. Ich bin Professorin für christliche Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Im Moment bin ich außerdem Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie zur Erforschung der spätantiken, frühmittelalterlichen und byzantinischen Kultur. Als Archäologin und Kunsthistorikerin bin ich Expertin auf dem Gebiet der spätantiken Architektur, ihre Ausstattung, Raumwahrnehmung und Funktionszusammenhängen, außerdem für das Heilige Land und das spätantike Pilgerwesen sowie für transkulturelle Prozesse zwischen verschiedenen Kulturen, beispielsweise Byzanz und seinen Nachbarkulturen im Bereich der Kriegskultur. Momentan forsche ich viel über die Ausbreitung des frühen Christentums jenseits der Grenzen des Römischen Reiches, das heißt nach Mesopotamien, Zentralasien bis nach China. Auf diese Reisewege möchte ich Sie auch in meinen Videos innerhalb dieser Vorlesungsreihe mitnehmen, nämlich zu Videos zum frühen Christentum entlang der Seidenstraßen und in Armenien. Viel Spaß! Mein Name ist Norbert Zimmermann, ich bin wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Archäologischen Institut in Rom. Eines meiner Forschungsgebiete ist die spätantike Sepulkralkultur und die Transformation der römischen Welt angesichts ihrer fortschreitenden Christianisierung. Schon seit längerem habe ich mich mit spätantiken Zemeterien und besonders mit den römischen Katakomben beschäftigt. An dieser Ringvorlesung zu den Lebenswelten in der Spätantike nehme ich teil mit einer Präsentation zur Geschichte und Forschungsgeschichte der römischen Katakomben und zu Inhalten und der Bedeutung der Malerei in den Katakomben. Ich heiße Andrea Binsfeld, ich bin Professorin für Altertumswissenschaften an der Universität Luxemburg. Und meine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Spätantike, des frühen Christentums und die antike Sozialgeschichte mit einem Schwerpunkt auf der antiken Sklaverei. Hallo, ich bin Achim Arbeiter, Georg August Universität Göttingen, Archäologisches Institut, Abteilung Christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Meine Interessenschwerpunkte liegen vor allem in der Architektur und in der Ikonografie, wobei ich mich der Spätantike vom Atlantik bis zum Ostmittelmeerbereich zuwende. Und mein geografisches Hauptgebiet ist die Iberische Halbinsel, auf der ich mich gerne auch bis ins frühe Mittelalter, also bis ins 8., 9. und 10. Jahrhundert vorwage. Mein Name ist Katharina Ragu und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte an der Philipps-Universität Marburg. Ich beschäftige mich mit der urbanen und ländlichen Raumanalyse von spätantiken und byzantinischen Landschaften. Meine derzeitige Forschung konzentriert sich auf den Peloponnes und Thessalien in Griechenland. Der Schwerpunkt meines Vortrags liegt auf der Siedlungsgeschichte des byzantinischen Korinth auf dem Peloponnes. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Hildrud Merten. Ich bin zurzeit Projektmitarbeiterin des Museums am Dom hier in Trier. Und meine Aufgabe ist die Mitwirkung an der Vorbereitung einer Landesausstellung, die im Jahr 2022 gezeigt werden soll und die den spannenden Titel Der Untergang des römischen Westens trägt. Meine Forschungsschwerpunkte, in denen ich die letzten Jahrzehnte das eine oder andere tun konnte, liegen vorwiegend im frühchristlichen Trier, so muss man es formulieren, und hier im Besonderen auf dem Sektor der frühchristlichen Epigraphik. Ich hatte mir nun für dieses Lehrvideo folgende Themenschwerpunkte überlegt, dass ich beginnen würde mit einer Einführung in die Forschungsgeschichte sowohl der frühchristlichen Archäologie als auch der frühchristlichen Epigraphik in Trier. Das ist ein ganz spannendes, ein bisschen wenig beachtetes Thema, möchte ich sagen. Und schließlich möchte ich mit Ihnen einige Inschriften oder überhaupt das Inschriftmaterial erst einmal en gros und dann aber auch en Detail das ein oder andere Stück betrachten, denn die in Trier St. Maximin in den letzten Jahrzehnten neu gefundenen frühchristlichen Grabinschriften geben dem gesamten Trierer Bestand eine ganz andere Wendung. Es eröffnen sich neue Interpretationsmöglichkeiten und dieses spannende Thema mit Ihnen bearbeiten zu können, darauf freue ich mich. Mein Name ist Gunnar Brands. Ich bin Professor für die Archäologie und Kunstgeschichte des christlichen Orients an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ich habe klassische und christliche Archäologie, alte Geschichte und Latein an den Universitäten Bonn, Heidelberg und Rom studiert und danach einen Studiengang an der RWTH Aachen im Fach Architektur absolviert
Ob ich deshalb als christlicher Archäologe durchgehe, weiß ich gar nicht so recht, denn nach wie vor interessieren mich auch der Hellenismus und die römische Kaiserzeit sehr, obwohl die Spätantike schon seit langem eigentlich meinen Forschungsschwerpunkt bildet. Mein Hauptinteresse gilt dabei der Stadtbaugeschichte und der Architektur, aber durchaus auch anderen Gattungen, etwa Mosaiken, Skulptur und Silbertoreutik. Nach vielen Jahren, in denen ich vor allem im Jemen und in Syrien tätig gewesen bin, habe ich mich seit 2004 im Rahmen eines Stadtsurveys mit der Archäologie von Antiochia am Orontes, dem heutigen Antakya in der Türkei, beschäftigt. Von dieser Unternehmung möchte ich Ihnen im Rahmen dieser Ringvorlesung der AGCA gerne berichten. Hallo, ich bin Sabine Feist und derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für orientalische Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität Halle tätig. Im Rahmen der Lehrvideoreihe zum Sommersemester 2020 freue ich mich über die byzantinische Sakralarchitektur der dunklen Jahrhunderte, also der Zeit zwischen Spätantike und Mittelalter, zu berichten.